Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet das Frühlingswetter heute und am Wochenende etwas genießen und seid jetzt voller Tatendrang und voller Energie. Wir brauchen Hanteln oder auch Wasserflaschen, nehmt das irgendwie ein Gewicht, was ihr in die Hände nehmen könnt. Damit legen wir auch los und zwischendrin brauchen wir dann immer mal wieder einen Stuhl, einen Hocker, die Couch, irgendwie was, wo ihr euch raufsetzen könnt, was nicht wegrutscht oder wegrollt. Ja, also wer jetzt einen Bürostuhl hat, stellt ihn bitte so ein, dass der nicht rollt, dass er nicht abhaut. Ne? So, dann Hanteln in die Hände oder die Gewichte, die ihr habt, und wir marschieren erstmal los. So, beim Marschieren die Beine einfach mal öffnen und schließen. Ganz locker im Schultergürtel bleiben, auch die Gewichte relativ locker festhalten, da nicht verkrampfen. Und die Beine einfach irgendwie auf und zu machen. Braucht da gar keinen Rhythmus. Mal geöffnet lassen. Und dann machen wir Side to Side, außen auftippen, Arme schwingen immer noch. Beziehungsweise jetzt einfach mal nach vorne im Wechselboxen. Größer in der Bewegung werden. Schultern bleiben natürlich tief. Bauchnabel mit zur Wirbelsäule ziehen. Beide Arme gleichzeitig ausstrecken. Bringt ruhig eine leichte Rotation rein. Also vorne sind die Hanteln waagerecht, am Körper sind sie senkrecht. Und anfersen dazu. Und die Arme bleiben angewinkelt, ohne anfersen. Und dann immer einen Arm zur Seite ausstrecken. Schultern sind immer noch tief. Die haben die Tendenz hoch zu wandern. Lasst sie unten. Und dann setzen wir den Fuß mit dran. Step Touch draus machen. Der Schritt bleibt so und wir lassen die Arme hin und her schwingen. Die Arme fallen lassen, die Gewichte gut festhalten. Dabei schwingt mal ein Arm hinterm Körper, der andere vor dem Körper und dann wechseln wir. Ihr müsst die Arme immer erst zur Seite hochziehen. Dann können wir die Seite insgesamt wechseln. Ein Arm vor dem Körper, der andere Arm ist hinterm Körper. So, einmal noch auf jeder Seite. Und dann wieder marschieren. Genau. So, ganz locker tippeln. Die Armbewegung wird ein bisschen schneller. Bleibt fest im Schultergürtel. Bauch mit festmachen. Die Beine gehen wieder auf und zu. Aber jetzt natürlich etwas schneller schon als ganz am Anfang. Und dann bleiben die Beine geschlossen und wir werden noch schneller. Arme immer noch ein bisschen mitbewegen und gib kurz richtig Gas. Noch 4, 3, 2, 1 und wieder marschieren. Die Knie im Wechsel vorne hochziehen und ihr versucht, die Hand in unterm Oberschenkel zusammenzubringen. Bleibt schön aufrecht, nicht einknicken. Bauch bleibt rangezogen. So, die Beine kommen im Wechsel weiter nach oben, aber ein bisschen langsamer. Unterm Oberschenkel zusammenbringen, überm Oberschenkel, unterm Oberschenkel und dann nach oben wie ein V öffnen. Unterm Oberschenkel, überm Oberschenkel, unterm und hochziehen. Unten, oben, unten, hochziehen. Unten, oben, unten, hochziehen. Ja, nach oben hin wie ein V öffnen. Hochziehen, die Beine im Wechsel nach oben ziehen. Ja, schön Gleichgewicht halten. Unten, oben, unten, hochziehen. Unten, oben, unten, hochziehen.
hochziehen. Bisschen noch. Und einmal noch. Und unten lassen. Direkt in den Körper nach unten boxen und chippeln. Zieh die Ellbogen hinten richtig hoch. Da hinten richtig hoch. Mit allem wieder etwas schneller werden. Und gib Gas. Ganz schnell klein boxen. Noch 4, 3, 2, 1 und stehen bleiben. Ungefähr hüftbreit. Arme nach vorne, Handeln können sich berühren, können es aber auch ein bisschen öffnen, die Arme. Ist egal. Auf die Zehenspitzen drücken und die Arme vorne ungefähr auf Schulterhöhe hochziehen. Po zusammenkneifen, Bauch festmachen. Die Arme nicht runterfallen lassen. Ja, auch die Bewegung nach unten ist eine geführte Bewegung, kontrollierte Bewegung. Und euer Oberkörper wackelt überhaupt nicht. Arme richtig hochziehen, langsam senken. Ja, der Abstand zwischen Rippen und Becken, der soll immer gleich bleiben. Nicht einknicken und jetzt auch nicht ins Hohlkreuz wandern. Ja, also sich nicht überstrecken. Einmal noch und unten lassen. Mal so vor und zurück pendeln. In die Knie gehen, die Arme richtig fallen lassen, die Gewichte natürlich nicht. Und dann gehen wir beide Hände in eure rechte Hand. Beine weit öffnen. Wir stützen uns hier mit links auf den linken. Also im linken Unterarm auf dem linken Oberschenkel ab. Rechten Arm hier runternehmen, aber wir sind nicht rund im Oberkörper. Ihr zieht schon die Schulter, den Arm hier nach oben und jetzt aufdrehen und der Hand, den Hanteln, den Gewichten hinterher schauen. Und wer jetzt Wasserflaschen hat, da geht natürlich nur eine Wasserflasche festzuhalten. Auch hier die Bewegung nach unten führen. Nicht fallen lassen den Arm. Und ihr könnt euch wirklich auf dem Oberschenkel abstützen. Noch 4, 3, 2, 1 und hoch. Kurz ein bisschen kreiseln lassen, wir bleiben gleich so stehen, Handeln gehen dann nach links rüber. Wir stützen uns mit dem rechten Unterarm auf dem rechten Oberschenkel ab. Denkt dran, wir hängen hier nicht drin, ihr zieht schon die Schultern nach hinten, dass der Rücken gerade ist und wieder aufdrehen und zurückziehen. Nicht fallen lassen den Arm. Hinterher schauen nach Möglichkeit. Und wieder noch 4, 3, 2, 1 und wieder hochkommen. Wieder kurz ein bisschen kreisen, also Beine schließen. Wieder in die eine Hand nehmen. Wir tippeln nochmal. Und dann stellen wir uns mal ganz locker, ganz entspannt hin. Hand nur festhalten. Bauch trotzdem ranziehen, mal so ganz locker, soweit es geht, nach rechts rüber gehen. Und nach links.
Der Bauch bleibt immer reingezogen, die ganze Zeit über. Und die Arme könnt ihr hängen lassen. Vielleicht zieht es bei dem einen oder anderen ein bisschen auf der Seite, die lang gezogen wird. Ja, nur eine Übung mehr zur Mobilisation. Und aufrecht bleiben. Wir machen Ausfallschritte. Ihr nehmt mal die Arme hier, so 90 Grad ungefähr an den Körper. Wir machen wechselseitige Ausfallschritte. Immer einen Wechsel. Nach rechts bzw. links hinten setzen und beim Tiefgehen die Arme ausstrecken, anwinkeln beim Hochkommen. Ausstrecken, anwinkeln. Bringt wieder eine leichte Rotation in die Arme, dass die Handeln vorne, wenn die Arme ausgestreckt sind, waagerecht sind und am Körper sind sie senkrecht. Vorne ist immer der ganze Fuß am Boden und auch hier die Schultern unten lassen. Und wieder oben bleiben. Nochmal ausschütteln, wieder lockern. So, dann bewegen wir uns mal zum Stuhl. Und setzen uns mal vorne hin. Ja, also nicht annehmen, nicht zu gemütlich machen. Wir setzen uns so weit vorne hin, dass wir diese Sitzbeinhöcker merken. Also wer jetzt auf der Couch sitzt, wird die wahrscheinlich nicht merken. Ja, durch mein Kissen ist auch schon grenzwertig. Aber so in etwa. Ja, wer sich spürt, da sitzt er richtig. Wie gesagt, der soll nicht wegrutschen und auch nicht kippeln. Ja, wenn wir jetzt zu weit vorne oder so weit vorne sitzen, nicht, dass er hier den Abgang macht. Vorsicht. So, Beine deutlich öffnen. Oberkörper vorlegen. Arme mit nach vorne nehmen. So, die Arme jetzt wie ein V nach oben öffnen, nach unten schließen. Öffnen, langsam wieder senken. Ne? Auch hier nicht fallen lassen. Es ist Druck auf den Beinen oder Gewicht. Ja, der Rücken ist gerade. Daumen zeigen nach oben. Lange Halswirbelsäule. Also schräg nach vorne gucken. Noch 4, 3, 2, 1. Mal unten hinlegen die Hanteln. Beine können so bleiben, Arme nehmt ihr nach hinten, Kniebeuge machen und ihr sollt antippen an eurer Sitzgelegenheit. Nicht hinsitzen. Ja, wer jetzt einen flachen Stuhl hat oder eine flache Couch, hat ein bisschen Pech gehabt. Beziehungsweise erhöhten Schwierigkeitsgrad. Mal knapp über der Sitzfläche wippen. Also immer wieder antippen. Wippen, 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 wippen. Und wieder hinsetzen. Wieder relativ weit vorne. Beine bleiben geöffnet. Wir schnappen uns die Hand wieder. Vom Prinzip her die gleiche Übung mit den Armen wieder. Aber ihr dreht mal die Daumen nach unten. Also richtig nach innen drehen jetzt die Arme. Die bleiben immer nach innen gedreht. Und wieder wie ein V öffnen, nach unten schließen. Ja, jetzt sind die Daumen die ganze Zeit unten. Arme nicht fallen lassen. Oberkörper ist deutlich vorgelehnt. Noch 2 und wieder eine noch
aufrichten. Schulter kurz kreisen lassen und die Beine ein bisschen ausschütteln. Und dann nehmt dann mal beide Hände in die rechte Hand und den Arm nach oben ausstrecken. Wer merkt, es ist zu schwer, oder wie gesagt, mit Wasserflaschen, einfach was wegnehmen oder nur eine Hand. So, den Arm jetzt hier beugen und strecken. Oberarm bleibt so, wie er ist. Linkes Bein hochnehmen und das gleichzeitig ausstrecken, anwinkeln. Ausstrecken, anwinkeln. Ihr sitzt schön gerade, Brust raus, Bauch rein. Ja, das Bein kann auch hier unten sein, wenn es leichter ist, aber wenn es auch die Beweglichkeit gar nicht zulässt, dass das Bein hier hochkommt. Oder falls im Rücken unangenehm ist, nehmt es weiter nach unten. Und Seitenwechsel. Anderer Arm an den zweiten. Arm geht wieder hoch, Bein hochnehmen und los geht's. Ja, bleib wirklich schön gerade und denk dran, das Bein kann auch weiter nach unten. Es bewegt sich vom Arm nur der Unterarm. Noch 4, 3, 2, 1 und wieder locker lassen. Wieder kurz kreisen. So, wir stehen nochmal auf. Stuhl brauchen wir gleich nochmal. Beine ziemlich weit öffnen. Wir machen nochmal Kniebeugen. Und zwar, wer so weit runterkommt, der legt die ab, kommt hoch, geht tief und nimmt sie mit. Wer gar nicht bis zum Boden kommt, der hält sie natürlich immer fest. Ja, der macht einfach hier Kniebeuge. Rücken bleibt bei allen gerade, also ihr sollt wirklich mit der Hüfte runtergehen. Fersen bleiben immer am Boden. Ja, und auch die Schulter nach hinten ziehen. Der Rücken bleibt gerade, ihr sollt da keinen Rundrücken machen. Ja, sonst haltet die Hand den fest. Daneben gegriffen. Und einmal nochmal mitnehmen und wieder oben bleiben. So, kurz ausschütteln, wir tippeln wieder zum Stuhl. Setzen uns wieder relativ weit vorne hin. Arm jetzt hier am Körper anwinkeln und nach oben immer ausstrecken. Beugen, strecken. Wenn ihr sie anwinkelt, nicht hier vorne, ja, sondern zieht sie tendenziell eher weiter nach hinten die Ellbogen und nach oben ausstrecken und dabei tippen wir. Ja, zieht euch nach oben raus, macht euch lang. Beine mal noch öffnen und schließen beim Tippeln. Beine gleichzeitig auf und zu machen. Vielleicht sogar im gleichen Rhythmus wie die Arme. Noch 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Hängt euch mal hier vorne rüber über die Beine. Kopf hängen lassen, Schultern hängen lassen. Alles einmal entlasten. Wem vielleicht dabei schwindelig wird oder der es irgendwie unangenehm findet, der stützt sich einfach auf den Unterarm und den Beinen ab. Ja, komm ein Stück höher. Alle atmen nochmal tief durch, tief ein und aus. Und dann rollt ihr mal nach oben auf. Legt die Hand immer einfach hinter euch oder wo ihr Platz habt und geht mit den Händen hier vorne ran. So. Erste Übung für den Nackenbereich. Ihr kennt die Übung eigentlich alle.
Wir bleiben mit dem Rücken, mit der Hüfte relativ dicht an der Sitzfläche dran. Die Arme bleiben gestreckt und wir sinken nur im Schultergürtelbereich rein und schieben uns wieder raus. Rein und richtig raus. Runter und hoch. Ja, Arme gestreckt lassen. Einmal kurz raufsetzen wieder auf den Stuhl. Hände einmal lockern, Schultern ein bisschen kreisen. So, nächste Übung, dann lassen wir die Arme gestreckt und bleiben am Schultergürtel rausgedrückt. Wieder Po von der Sitzfläche ablösen. Und jetzt bewegt, kippt ihr mal nur euer Becken. Ihr bewegt das Becken vor und zurück. Ja, hier so eine kippende Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig seht. Also hier, die Bewegung sollt ihr jetzt im Stütz machen. Ja? Bauch und Becken ranziehen zur Wirbelsäule und dann so ein Hohlkreuz machen. Und dabei stützt ihr euch die ganze Zeit. Ja, rund machen, rausschieben den Po. Rund machen, rausschieben. Und wieder raufsetzen und hinstellen. Kurz ausschütteln die Hände, wir schnappen uns die Hand hin. Wir machen jetzt nochmal Ausfallschritt. Wem die nächste Übung zu wackelig ist, der macht die Ausfallschritte so. Ja, wer aber kann, legt hinten seinen Fuß drauf, wird natürlich wackeliger. Stückchen vorhüpfen. Ja, das Knie bleibt immer noch über dem Knöchel, so übers Kinn und dann auch wieder auf und ab bewegen. Bisschen noch. Noch zwei. Und ein noch. Und locker lassen. Sehr gut. Ausschütteln. Und dann gleich die andere Seite. Auch wieder entweder mit Stuhl oder ohne. Entscheidet selber. Falscher Fuß. So, und wenn ihr soweit seid, geht's wieder los. Volle Konzentration auf euch selber. Bleibt aufrecht. Wieder noch zwei und umleihen. Tippelt mal locker, schüttelt die Beine aus, Arme kurz hängen lassen. So, dann gehen wir mit den Händen auf die Sitzfläche. Wer schafft, hält seine Handeln fest. Das kann aber durchaus sein, dass es hier ziemlich drückt. Ich zeige wieder zwei Varianten oder wer eine Wasserflasche hat. Also wer sich so abstützen kann, Arme mit Gewicht zur Seite hochziehen. Wenn es aber mit den Gewichten halten, festhalten gar nicht geht, dann müsst ihr hier im Wechsel machen. Ja, immer, dass eine Hand ohne Gewicht auf der Sitzfläche ist, dass ihr euch da besser stützen könnt. Auf geht's. Die Arme sind ziemlich senkrecht. Ja, beim Stützen, dann schiebt er den Stuhl vielleicht wirklich weg, egal ob er jetzt Rollen hat oder nicht. Der Körper soll möglichst lang wie so ein Brett sein. Ja, also nicht den Po nach hinten oben rausschieben. Bauch und Becken richtig ranziehen. Da geht's hin. Und locker lassen.
wieder kurz ausschütteln. Legt ihr die Hand nochmal hin. Wir gehen nochmal in den Sitz. Hände vorne ran. Wir lösen nochmal den Po ab. Und jetzt die Arme hier beugen und strecken. Bleibt mit dem Rücken dicht am Körper. Mit dem Rücken dicht an der Sitzfläche. Es wird schwieriger, wenn ihr die Beine ausstreckt. Die Ellbogen kommen nicht höher als eure Schultern. Ja, also die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich auf den Boden kommen mit dem Po. Und wieder oben hinsetzen. Lock. Ausschütteln. Wieder hinstellen. Hand und wieder nehmen. So, jetzt. Hier im Wechsel auftippen. Ganz locker. Wir bleiben aufrecht. Arme hier nochmal nach vorne nehmen. Lass ich die Hand in die Gewichte berühren. Und wie vorhin schon mal die Arme nochmal wie im V öffnen. Schultern bleiben tief. Lasst da mal den rechten Fuß oben drauf, ganzen Fuß rauf auf eure Sitzfläche. Lehnt euch mal nach vorne, könnt euch gerne auch abstützen. Vorne bleibt auf jeden Fall der ganze Fuß auf der Sitzfläche. Rutscht mal mit dem anderen Fuß ein bisschen weiter nach hinten, dass da nur noch die Zehenspitzen am Boden sind. Und dann lehnt ihr euch schon weiter nach vorne. Es soll links am Oberschenkel der Leiste ziehen. Hinten das Bein ist möglichst lang. Also nicht so ganz locker jetzt hier irgendwie drin hängen. Ja, sondern drückt das Bein hinten durch. Wie gesagt, vorne ist die Fußsohle am Boden. Spannung hinten ins Bein. Ja, sonst müsst ihr einfach mal noch ein bisschen mit der Gewichtsverlagerung spielen. Ja, auch wenn der Zug weniger wird, geht noch weiter nach vorne. Spannung hinten im Bein bleibt. Und hochkommen. Wir wechseln gleich die Seite. Anderen Fuß vorne komplett rauf. Dann rutscht ihr mit dem rechten Fuß weiter nach hinten, dass dort die Ferse hinten hochkommt. Und dann auch wieder rechtes Bein hinten ganz lang und fest machen. Und eventuell mehr Gewicht nach vorne verlagern. Ja, das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Wie weit ihr davor müsst, logischerweise. Atmen nicht vergessen. Auch hier, wenn der Zug vielleicht ein bisschen weniger wird, die Spannung, spielt einfach mit dem Gewicht, verlagert dann mal ein bisschen weiter vor und auch zurück. Und wieder locker lassen. So, nehmt die Hand hin nochmal. Ausschütteln. So, wer schafft, nimmt mal beide Handeln in die linke Hand. Wenn es zu schwer wird, nimmt da eine weg. Und zwar rechten Fuß jetzt hier nochmal rauflegen. Das Bein soll jetzt hier hoch und runter gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen gar nicht geht. Dann geht er runter und macht hier unten die Bewegung. Ja? Bein heben und senken und den linken Arm groß mit der Hand wieder dabei kreisen. Ein Armkreis ist eine Beinbewegung. Ja, wenn es die Schulter nicht zulässt, die Kraft nicht reicht, macht weniger Gewicht oder vielleicht auch sogar gar kein Gewicht. Ja, wer sagt, oh, eigentlich will ich die Schulter nur durchbewegen, lockern, lässt die Gewichte weg. Und bleibt aufrecht. Zwei noch und ein und locker lassen, ausschütteln und Seite wechseln. Anderes Bein, anderer Arm, auch hier
Bein auf und ab bewegen, Arm groß kreisen. Vielleicht merkt ihr einen Unterschied zwischen rechts und links, sei es beim Beinheben als auch beim Arm kreisen. Ja, vielleicht seid ihr beweglicher oder auch eben nicht beweglicher. Und der letzte. Und locker lassen. Wieder kurz ausschütteln, lösen. Und dann legt ihr die Hand schon mal unten hin, aber holt den Stuhl noch einmal. Ihr geht mit beiden Füßen auf den Stuhl und kommt in den Handstütz. Und die Position halten. Körper ist möglichst gerade. Halten. Nicht durchhängen, sondern zieht Bauch und Becken ran. Schiebt die Schultern weg. Atmen. Nicht nachlassen in der Spannung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Steigt vorsichtig runter und bringt mal den Po Richtung Fersen. Hände kurz ausschütteln, lockern. So, wir drehen uns dann samt Hanteln auf den Rücken. Wir bleiben also auf der Matte. Den Stuhl brauchen wir nicht mehr. Also wenn euch der stört, schiebt ihn irgendwie weg. So. Rückenlage. Als erstes nehmt da die Hanteln beide in die rechte Hand. Oder auch nur eine. Ne? Den Arm hier nochmal beugen, strecken. Wie vorhin im Sitzen schon mal. Und dabei jetzt nochmal das linke Bein Richtung Boden ausstrecken, anlinke. Bauch ist fest, findet einen eigenen Rhythmus. Was da wann gebeugt und gestreckt wird, ist egal. Seite wechseln, linker Arm, rechtes Bein, Bauchspannung bleibt und dann geht's wieder los. Und auch wieder locker lassen. Legt mal ein Gewicht alle weg. So, hebt mal den Oberkörper an. Linkes Bein ausstrecken, rechtes Bein in 90 Grad ungefähr anwinkeln. So, die Hantel übergibt er jetzt hier immer hinter dem Oberschenkel. Das linke Bein soll aber schweben über dem Boden. So, Oberkörper ist oben und los geht's. Zieht den Bauch richtig an. Andersrum die Hantel übergeben. Wir wechseln die Seiten, könnt aber den Kopf kurz ablegen. Linkes Bein 90 Grad anwinkeln, Oberkörper wieder hochziehen, rechtes Bein schwebt gestreckt über dem Boden und los geht's. Hantel hinter dem linken Oberschenkel übergeben. Andersrum. Und wieder locker lassen. Einmal kräftig durchatmen. Wieder in jeder Hand eine Hand nehmen. Und dann beide Beine 90 Grad anwinkeln. Bauch bleibt fest. So, die Beine bleiben so im Wechsel. Immer
an den Oberschenkeln vorbei boxen. Also linke Hand boxen in den rechten Oberschenkel vorbei und umgekehrt. Rechts, links. Schienbeine ungefähr waagerecht lassen, zieht die Zehenspitzen auch Richtung Körper. Und alles runternehmen. Lasst euch die Schultern so kurz ein bisschen kreisen. Ja, Nacken lockern, entlasten. Und dann nehmt dann nach Möglichkeit nochmal beide Handchen in die rechte Hand und den Arm nach oben ausstrecken. Füße bleiben stehen, Bauch ist fest. Die Arme oder der Arm geht über Kopf Richtung Boden und dann neben der Hüfte. Also im Halbkreis und dabei immer zur Decke hochziehen. Ihr achtet jetzt darauf, dass er die Bewegung schon größtmöglich macht, aber nicht euren Fußboden kaputt macht. Und dass der Abstand zwischen Rippen und Becken gleich bleibt. Bleibt fest in der Körpermitte. Und wir wechseln die Seite. Bauchspannung bleibt und der linke Arm macht weiter. Über Kopf so weit Richtung Boden, wie es geht, und neben der Hüfte. Kontrolliert nochmal die Körpermitte, dass der Abstand Rippenbecken immer gleich bleibt. Und auch wieder oben lassen. Dann drehen wir uns mal auf eine Seite. Nehmt die Hand ruhig mit. Entscheidet selber, ob ihr jetzt eine Hand in die Hand nehmt oder zwei. Je nachdem auch, was euer Grundgewicht ist. Hauptsache, ihr habt irgendein Gewicht in der Hand. Ja, das sollte schon sein. So. Arm geht hoch. Oberes Bein heben und senken und der Arm geht über Kopf Richtung Boden und in die Senkrechte ziehen. Unteres Bein lasst dann nach Möglichkeit lang. Ja, sei denn, es ist zu wackelig, dann dürft ihr das anwinkeln. Und eine noch und locker lassen. Wieder kurz ein bisschen ausschütteln. Dann beide Beine anwinkeln, Knie nach vorne, Fersen dicht am Po. Jetzt direkt hier über der Schulter, ja doch, hochboxen. Oberarm geht immer in den Brustkorb. Dabei Knie zusammenbringen, Fuß kommt hoch, Fersen gehen zusammen, Knie kommt hoch. Immer im Wechsel. Und ihr boxt aber gerade hoch. Und auf jede Beinbewegung eine Armbewegung. Und locker lassen. Hand mal kurz runternehmen. Kommt auf den Unterarm, wir wollen die Hüfte anheben. Beine anwinkeln, dann ist es leichter, als wenn ihr die Beine ausstreckt. Ein Gewicht reicht. Hüfte anheben, rausschieben und den Arm von hier vorne hochziehen. Bauch ist fest, Hüfte sinkt nicht und kippt auch nicht irgendwie nach hinten weg.
und die Hüfte absetzen. Und wir kommen an den Handstütz hoch. Versucht mal, die andere Hand in die Hand zu nehmen. Wasserflaschen geht wahrscheinlich nicht. Da nehmt ihr dann nur ein Gewicht in die Hand. Arme senkrecht, Oberschenkel hier ist ziemlich senkrecht und Hand, Knie, Fuß sind ungefähr in einer Linie. So, jetzt hier einmal rüberlehnen, also wirklich überstrecken die Seite. Dann kommt ihr nach oben und schiebt euch hier in die andere Richtung richtig raus. Und dann geht es wieder runter. Nicht runterplumpsen, ne? Jeder in seinem Tempo. Bei der Bewegung wirklich beide Arme richtig rausschieben. Und einmal noch. Und dann bleibt er mal gleich hier oben. Und wir wechseln mal hier gleich die Seite. Geht mal gleich die andere Seite, aufs andere Bein, auf die andere Hand. Ja, wieder Arme senkrecht, Oberschenkel, Hand, Knie, Fuß in eine Linie. Und hier wieder überstrecken, dass Zug auf die Seite kommt. Und dann kommt ihr auch wieder hoch. Und rüberlehnen, Arme rausschieben. Und dann gehen wir auf den Unterarm, wir pirschen uns nach unten, wieder nur ein Gewicht, Beine ausstrecken oder anwinkeln und dann die Hüfte anheben, nach oben rausschieben und den Arm von vorne hoch in die Senkrechte ziehen. Und wieder runter. So, dann Körper ausstrecken. Wer schafft, mehr Gewicht nehmen. Arm geht hoch. Oberes Bein heben und senken und der Arm geht über Kopf Richtung Boden. Unteres Bein ist ganz lang. Ja, auch hier nur, wenn es zu wackelig ist, anwinkeln. Umkippen sollte er nicht. Noch zwei und einen noch und anwinkeln, kurz ausschütteln. Beide Beine anwinkeln, Knie nach vorne, Fersen dicht am Po, über der Schulter wieder hochboxen und abwechselnd Knie und Ferse zusammenbringen. Unteres Bein liegt immer. Denkt dran, den Fuß auch richtig hochzuziehen. Und locker lassen. Hier kurz ausschütteln. Und dann drehen wir uns mal rum auf die Hände und die Knie. Da brauchen wir die Hand auch.
Wir machen aber als erstes einen Katzenbuckel. Schiebt den Rücken nach oben raus. Macht euch so rund, wie es geht. Lendenwirbelsäule auch hochdrücken. Schieben, schieben, schieben. Und gerade machen. So, ihr schlagt euch ein Gewicht. Schaut immer gerade runter, Bauchspannung, den Arm im Wechsel, den rechten. Über Kopf hochziehen, unten auftippen. Zur Seite hochziehen, unten auftippen. Neben dem Körper hochziehen, auftippen. Über Kopf zur Seite, neben dem Körper, immer im Wechsel. Gerade runter schon, Kopf nicht hängen lassen. Eine Runde noch und die Seite wechseln mit links, auch wieder im Wechsel. Über Kopf hochziehen, zur Seite, neben dem Körper. Und wieder noch eine Runde. Und locker lassen. Bring den Po mal Richtung Fersen, Hände, Schultern ein bisschen ausschütteln, lockern. So, dann kommt er nochmal auf die Hände und die Knie hoch. Komm nochmal in den Stütz. Je nachdem, wie rutschig jetzt euer Boden ist, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr setzt hier den Step Touch hin und her oder ihr macht hier die Beine auf und zu. Mit Rutschen. Auf geht's. Noch vier. 3, 2, 1 und wieder auf die Knie gehen. Po nochmal Richtung Fersen bringen. Hände nochmal lockern. Und dann kommt er nochmal auf die Hände hoch. Ihr dreht mal eure rechte Hand, so wie sie gerade ist, einfach auf der Matte, so dass der Daumen nach außen kommt. Ja? So zeigt er nach innen. Einfach drehen, Daumen zeigt danach aus und die Fingerspitzen zeigen Richtung Knie. Dass es hier am Unterarm zieht. Ihr könnt mit der Armposition spielen. Ja? Tendenziell Gewicht eher mehr so nach hinten verlagern, Richtung Füße sozusagen. Also wenn man davon sprechen kann, ist ja bloß ein bisschen. Ja, die Handinnenseite soll aber schon am Boden bleiben, die soll nicht hochkommen. Kurz halten. So kurz ausschütteln und die Seite dann wechseln, linke Hand einfach auf der Matte nach außen drehen, Daumen ist außen, Fingerspitzen zeigen wieder Richtung Knie. Ja, und je nachdem, ob es jetzt in der Position schon hier am Unterarm zieht oder nicht, könnt ihr das Gewicht ein bisschen nach hinten bringen oder auch die Hand ein bisschen weiter vorsetzen. Spürt, ob ihr einen Unterschied zwischen rechts und links merkt. Und locker lassen. Auch wieder nochmal ausschütteln. Wir legen uns auf den Bauch. Einmal brauchen wir die Hantel noch. Und zwar erstmal hinlegen
Und dann die Arme mit Hanteln direkt neben dem Körper ausstrecken. Und zwar so, dass die Hanteln in euren Händen drin liegen. Die Handinnenflächen sind also oben. Kopf liegt auf der Stirn, Arme ganz lang machen, Schultern wegschieben und jetzt hier auf und ab bewegen. Beine liegen. Und locker lassen. Ein bisschen ausschütteln. Lasst die Hand dann einfach liegen. Und schnappt euch dann hier mal den rechten Fuß. Ferse zum Po anziehen. Nochmal tief durchatmen. Und die Seite wechseln. Und auch wieder loslassen. Hände ganz dicht neben dem Körper aufsetzen. Ellbogen, Oberarme sind dicht am Brustkorb. Und Kopf und Schultergürtel auf und ab wiegen. Und eure Hände drücken euch Stück für Stück ein bisschen höher. Ja, nicht gleich so hoch, wie es geht. Der Rücken soll sich erstmal an die Bewegung gewöhnen. Ausatmung am besten hoch. Einatmung nach unten. Ja, und im besten Fall könnt ihr dann die Arme auch ausstrecken. Aber hört dabei auf euren Rücken, was der zulässt. Beine bleiben liegen. Wenn ihr jetzt runter geht mit dem Oberkörper, kommen eure Beine hinten hoch. Vorne hochdrücken, Beine gehen runter, ihr geht tief, Beine kommen hoch. Wie so eine Wippe. Ganz viel Länge und Spannung nochmal in den Körper bringen. Einmal noch. Und locker lassen. So, dann drehen wir uns auf den Rücken zurück. Stellt die Füße doch nochmal auf. Handeln brauchen wir nicht mehr. So, Arme liegen entspannt und ihr rollt mit der Hüfte auf und ab. Auch hier den Rücken nochmal durchbewegen. Muss jetzt gar nicht hoch sein und auch wirklich ganz locker, ganz entspannt auf und abrollen. Dabei nochmal durch die Nase tief einatmen beim Aufrollen, beim Abrollen ausatmen. Einmal noch, dann lasst ihr die Hüfte wieder unten liegen und lasst mal das rechte Bein nach rechts fallen, das linke nach links und die Arme legt da währenddessen ganz locker über Kopf ab. So, ihr könnt mit den Beinen gerne auch ein bisschen wippen und wie gesagt Arme, Schultern richtig locker runterhängen lassen. Gesicht ist entspannt. Den Brustkorb vorne öffnen. Beine mal schließen. Die Beine nacheinander zur Decke ausstrecken. Und dann mit beiden Händen mal hier an die Waden, an die Knöchel greifen, je nachdem, wo ihr rankommt. Füße Richtung Körper ziehen. So, wirklich mit vollem Gewicht ranhängen. Der ein oder andere schafft es vielleicht, sich abzulegen.
Ja? Beine sollen aber lang bleiben, ja? Also nicht den hier. Lasst sie lang. Wenn es nicht geht, bleibt ihr hier einfach hängen. Ja? Kurz so bleiben. Wie gesagt, Füße noch reinziehen. So richtig schön von der Ferse bis zum Hintern sozusagen ziehen. So, dann kommen alle nochmal hoch. Alle halten sich nur am rechten Bein fest und das linke Bein mal am Boden ablegen. Ja, legt richtig hin. So, und jetzt guckt dann nochmal, ob ihr das rechte Bein einzeln vielleicht nochmal ein bisschen weiter ranziehen könnt. Auch hier, wer jetzt schafft, Kopf wieder ablegen. Ansonsten bleibt er hier mal kurz in der Position mit dem Kopf. So, Oberkörper kommt hoch, linkes Bein hochziehen, mit beiden Händen an. Das linke Bein gehen, rechtes Bein dann am Boden ablegen und auch hier wieder richtig ranhängen. Ja, auch wieder Unterschiede, die eventuell vorhanden sind, wahrnehmen. Also ich merke auch, dass links zum Beispiel jetzt nicht ganz so gut geht wie das rechte Bein. Und dann legt er das linke Bein einfach ab, Oberkörper ablegen. Kurz die Beine ausschütteln, lockern. So, dann stellt er die Füße beide nochmal nacheinander auf, Arme auf Schulterhöhe zur Seite legen. Und dann zum Abschluss die Beine nochmal schlenkern lassen, Lendenwirbelsäule lockern. In Ruhe starten, größer und größer werden in der Bewegung und nehmt den Blick mit in die entgegengesetzte Richtung. Und dem Arme hängen lassen. Finger sind locker. Lasst die Beine rechts, schaut nach links. Der Blick geht nach oben, ein Bein nach dem anderen hoch, die Beine fallen nach links, ihr schaut nach rechts. Der Blick geht wieder nach oben, ein Bein nach dem anderen hoch. Ziehen einmal nach die Knie, beide zur Brust ranziehen, erstmal entspannt rumgreifen. Lasst eure Füße hängen, das Gesicht ist immer noch locker. Und dann den Kopf mit anheben, die Beine nochmal mit Kraft ranziehen, Schultern unten lassen, kurz so bleiben. Halten, halten und dann Oberkörper ablegen, Beine nacheinander ausstrecken am Boden, die Arme über Kopf nehmen und regelt und streckt euch im Wechsel alles weit rausschieben, ganz lang machen und alles rausschieben. Tief einatmen und vom Ausatmen locker lassen. Und gleich nochmal ganz, ganz viel Länge in den Körper bringen. Alles raus, schieben, schieben, schieben. Wieder tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Und dann kommt über die Seite nach oben oder auch mit Schwung, indem ihr mein Bein greift. Und dann sind wir schon wieder durch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und dann hört ihr die Woche auf jeden Fall nochmal per Mail von mir. Ja? Bis nächsten Montag. Bis dann!